Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch die lustige Maulwurftorte, eine Torte, die nicht nur super schmeckt, sondern auch witzig aussieht. Die Torte besteht aus einem leckeren Haselnuss-Schokoboden, gefüllt mit viel Frucht bei mir, mit Banane und Kirschen und einer Kuppel aus Sahne, satt und natürlich obenauf den leckeren Schokobröseln, die wir aus dem Boden rausnehmen. Ja, und wir starten dieses Video gleich mit der Zubereitung des Bodens. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr im Hintergrund immer so ein bisschen Klaviertöne hört. Das ist der Klavierstimmer, der bei uns gerade im Haus ist. Und ich muss natürlich trotzdem arbeiten auch und kann jetzt nicht warten, bis er fertig ist. Deswegen kann es sein, dass ihr ab und zu etwas Schönes von unserem total verstimmten Klavier hört. Ich backe den Boden in einer 24 cm Springform und den Ofen habe ich mir schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze beziehungsweise wenn ihr Umluft nehmt, dann 160 Grad verwenden. Die Eiweiß in eine Schüssel geben und mit etwas Salz steif schlagen. Wenn der Schnee so schön steif geschlagen ist, können wir uns den gerade beiseite stellen und kümmern uns dann um das Eigelb und die Butter und die anderen Zutaten. Wir geben uns die Butter in eine Schüssel. Die Butter sollte Zimmertemperatur haben und die schlagen wir uns jetzt erstmal schön cremig. So, dann geben wir uns den Zucker und den Vanillezucker oder die Vanillepaste hinzu. Ungefähr einen Teelöffel oder ein Päckchen Vanillezucker. Das jetzt so schön verrühren, dass alles cremig wird, weißcremig. Wenn alles so schön verrührt ist, dann geben wir uns die Eigelb nach und nach dazu. Zwischendurch natürlich runterkratzen, wenn es am Rand hängt. Das Ganze könnt ihr selbstverständlich auch in der Küchenmaschine zubereiten. Dann einfach die Schneebesen verwenden. Das Ganze wirklich auf hoher Stufe schön cremig rühren. Wunderbar. Eine cremige Masse ist entstanden, so soll es sein. Hier geben wir jetzt die restlichen trockenen Zutaten hinzu. Das Mehl mit dem Backpulver und dem Kakao. Und natürlich die Haselnüsse und die Zartbitterschokolade. Haselnüsse, die habe ich mir gemahlen, frisch. Dann den Kakao und natürlich das Mehl. Ihr hört das Klavier im Hintergrund. Und jetzt kommen noch 4 gestrichene Teelöffel Backpulver hinzu. 1, 2, 3. Also das ist ungefähr ein Tütchen, das heißt 16 Gramm. So, das Ganze vermischen wir uns jetzt schön miteinander, damit sich das danach einfach in dem Teig auch gut verteilt. Das meiste löst sich aber auch auf, wenn man hier mal einmal schön durchrührt. Da ist unsere Masse und da geben wir jetzt erstmal so ein bisschen was dazu. Am besten 2 Portionen mal nehmen, gerade so ein bisschen unterheben. Und da das jetzt recht trocken ist, nehme ich mir schon von dem Eischnee etwas dazu. Auch ungefähr die Hälfte und heb den auch gerade mit unter. So bleibt der Teig schön luftig und lecker. Und auf keinen Fall jetzt überrühren, denn wir haben ja jetzt schon sozusagen unser Mehl drin. Nochmal den Rest dazu. Gerade mit verheben. Und den restlichen Eischnee. Und die Raspelschokolade.
bitter, damit es richtig lecker wird. Oh mein Gott, schaut euch das an. Wahnsinn, super lecker. Wunderschön. Unser Teig ist fertig und er sieht wahnsinnig lecker aus. Nicht überrühren, wie immer. Und wir können ihn jetzt gleich backen. 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft, wie gesagt, auf mittlerer Schiene, am besten auf dem Rost, ja, für ungefähr 30 Minuten. Schön glatt streichen. Oh, das ist wirklich ein schöner Teig. Gefällt mir sehr gut. Der wird schön luftig, schön fluffig und lecker mit der Schokolade. Natürlich möglichst gleichmäßig verstreichen. Sieht schon super lecker aus. Viel Schokolade. Ab in den Ofen damit. So sieht der Kuchen nach 30 Minuten Backzeit aus bei mir. Die Stäbchenprobe machen, damit man auch sicher geht, dass er durchgebacken ist. Ich habe ihn jetzt 30 Minuten backen lassen und ich denke, er ist durch. Ich lasse ihn jetzt 10 Minuten in der Form auskühlen und dann vollständig auf dem Kuchengitter. Und das kann man am besten am Vortag vorbereiten, damit sich der Boden einfach schön setzt und schön fest wird. So, der Kuchen war jetzt bei mir über Nacht im Kühlschrank schön abgedeckt und hat sich richtig, richtig schön gefestigt. Wir werden uns jetzt einen Teil des Kuchens aushöhlen und ihn mit Früchten füllen. So, und zum Aushöhlen nehme ich mir jetzt hier einfach meinen Tortenring und schneide innen entlang, damit ich einfach weiß, wo muss ich denn jetzt hier aushöhlen. So ungefähr 1 bis 2 Zentimeter vom Rand entfernt. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier mit dem Messer so ein bisschen rein, ungefähr 1 Zentimeter tief und schneide erstmal einfach hier rein. So. So haben wir dann eine gleichmäßige Schnittkante. Jetzt können wir uns den Boden aushöhlen, so bis zur Hälfte des Bodens ungefähr, also ungefähr 1 Zentimeter tief. Einfach gerade hier so reingehen und die Reste hier in eine Schüssel geben, den Boden in eine Schüssel geben. Das sind ja keine Reste, sondern brauchen wir noch für die Kuppel. Und ihr seht, wie lecker fluffig dieser Boden geworden ist. Ihr könnt auch schon so ein bisschen krümeln und genau das funktioniert halt wirklich nur dann erst gut, wenn der Boden auch schön abgekühlt ist. Sonst habt ihr nachher hier eine klebrige Masse und ihr kriegt gar keine Krümel hin. Schauen, dass man möglichst gleichmäßig aushöhlt, dass wir hier dann eine schöne Platte für die Frucht haben. Und durch die Zartbitterschokolade in dem Teig sieht es auch wirklich aus wie Erde, finde ich. Und es duftet wahnsinnig lecker. Jetzt können wir auf dem Boden die Früchte verteilen und dann können wir uns schon die Sahne schlagen und die Torte füllen. Die beiden Bananen halbiere ich mir gerade längs. Und dann beträufle ich die Bananen mit etwas Zitronensaft, damit sie einfach nicht braun werden in der Torte. So, ihr könnt sie auch natürlich noch kleiner schneiden, je nachdem, wie es gleich in die Torte reinpasst. Einfach gerade so ein bisschen beträufeln. Es geht am besten mit einem Backpinsel, bloß meiner ist gerade verschwunden in den Tiefen des Hauses. Und am besten auch nochmal die andere Seite. Es gibt dann auch so einen schönen zitronigen Geschmack. Perfekt. So, und jetzt können wir uns das Ganze schon reinlegen in die Torte. Und ich habe sie mir nochmal halbiert, die Bananen. Dann lassen sie sich einfach besser hineindrapieren. Ein bisschen flupschig sind sie ja schon. Was nicht reinpasst, wird passend gemacht. Jetzt kommen noch die Kirschen dazu. Die habe ich mir natürlich abtropfen lassen. Und die können wir jetzt einfach hier gerade in die Zwischenräume legen. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just
Diese große hier, die gebe ich mir in die Mitte, die ist richtig schön groß. Ihr könnt ruhig alle Kirschen verbrauchen, umso fruchtiger schmeckt dann die Torte. Und wer mag, kann natürlich die restlichen Kirschen auch gerne in die Sahne oben reingeben. Das geht natürlich auch. So, das sind meine 600 Gramm kalte Schlagsahne. Die sollte wirklich kalt sein, die Schüssel am besten auch kalt. Ich habe sie jetzt gerade im Kühlschrank gehabt. Hier habe ich meinen Zucker, Vanillinzucker und meine drei Tütchen Sahne fest. Und jetzt schlagen wir uns das ganz schön steif. Erst anschlagen, wie immer. Und wenn das Ganze so ein bisschen angeschlagen ist, Sahne fest und den Vanillinzucker nach und nach dazu rieseln lassen. Man kann das Ganze auch einfach miteinander vermischen. Dann verteilt sich alles besser. Und jetzt nach und nach dazugeben. Die Sahne wirklich richtig schön festschlagen. Vorsicht, dass ihr sie nicht überschlagt, sonst wird es Butter, ihr wisst es. Also man muss den Zeitpunkt abpassen, wann es richtig ist. Es sollte wirklich ein Schnitt sichtbar bleiben oder einfach Spitzen sollten stehen bleiben. Wenn man so durchgeht, dann sollte sie sich nur noch schwer bewegen lassen, die Masse. Ihr seht es hier. Da muss man aber auch schon aufhören, denn sonst hat man wirklich Butter geschlagen. Wir geben uns die Sahne einfach hier auf die Früchte. Dabei lässt sich die Festigkeit auch nochmal gut prüfen. Und ja, das macht ein gutes Geräusch und ist schön fest. Man kann ruhig eine Drehplatte benutzen, dann geht das Ganze einfacher. Und das Ganze so ein bisschen auch kuppelförmig schon auf die Torte geben. Und jetzt habe ich hier so einen großen Silikonlöffel und damit lässt sich das Ganze wunderbar schon auch in eine Kuppel reinstreichen. Und schauen, dass wir auch hier jetzt am Rand gleichmäßig ankommen unten. Aber keine Angst, man kann Unregelmäßigkeiten immer noch ganz gut verbergen, denn wir haben ja noch die Brösel, die jetzt gleich hier noch drüber kommen. So, und damit das Ganze jetzt ganz glatt wird, nehme ich meine flexible Teigkarte und ziehe es einmal ab. Und das macht ihr einfach so lange, bis ihr zufrieden seid und bis ihr eine schöne Kuppel erreicht habt. Ja, und wenn die Torte so schön hügelig geworden ist, dann können wir sie jetzt final mit den Bröseln verzieren. Die kommen jetzt einfach wie ein Maulwurfshügel hier oben drüber und wunderbar. Einen Trick habe ich noch für euch. Wenn ihr jetzt den Rand noch einstreicht mit ein bisschen Sahne, die noch übrig ist, dann kleben die Brösel hier unten besser. So, perfekt. Ja, und jetzt kommt der Hauptspaß. Wir nehmen uns die Brösel. Die habt ihr euch natürlich am besten mit der Gabel oder mit dem Löffel noch schön gleichmäßig zerbröselt. Und die geben wir uns jetzt einfach hier drauf. Und wenn ich jetzt kein Video machen würde, würde ich mir einfach meinen Tortenring hier rumstellen. Also so. Bloß dann seht ihr nicht mehr so viel. Also ja, man sieht es schon noch. Das ist nämlich eine tolle Idee, weil dann nicht alles an der Seite runterfällt und man es einfach viel einfacher und nicht so vorsichtig drauf geben muss. Ich glaube, ihr seht immer noch genug. Versuchen wir es mal so. Und ihr seht, jetzt wird das an der Seite aufgefangen und fällt nicht alles unten runter. Und ich muss es nachher dann aufklauben, sondern es bleibt im Tortenring. Schauen, dass man natürlich alles schön gleichmäßig verteilt. Trotzdem, auch wenn man den Ring drum hat, dass man möglichst nicht an einer Stelle ganz viel hat und an der anderen wenig. So, sehr schick. Die letzten Krümel. Das Ganze natürlich dann, wenn es schön verteilt ist, ein bisschen andrücken. Vorsichtig. Wir wollen ja noch diesen krümeligen Eindruck haben, aber trotzdem, damit einfach nicht alles runterfällt. So, fertig ist unsere schöne Maulwurfstorte. Sie muss allerdings jetzt noch eine Stunde mindestens in die Kühlung, damit wir sie dann nachher
möglichst krümelfrei und gefestigt anschneiden können. So, die Torte ist bei mir jetzt gut gekühlt. Ich hatte sie eine Dreiviertelstunde im Tiefkühler und jetzt bin ich sehr gespannt, sie anzuschneiden. Wunderbar sieht sie aus, unsere leckere Maulwurfstorte. Ich freue mich jetzt schon total drauf. Mir läuft das Wasser hier im Mund zusammen. Ah, wie lecker. So viel Sahne und lecker Banane und Kirschen. Ich liebe es. Oh, wie lecker ist diese Torte denn bitte? Sie sieht einfach so lustig und süß und schön aus. So appetitlich und witzig. Also wirklich eine tolle Idee. Ich finde, es ist echt der Knaller. Lasst uns probieren. Gabel ist ein bisschen zu klein. Ich muss demnächst eine größere Gabel nehmen. Ein Traum. Total fruchtig und schokoladig. Mega lecker mit der vielen Sahne. Gleich mal noch einen Bissen und dann sage ich euch, was ich denke. Ein Traum. Mega. Also ich finde die Torte super, super lecker. Erstens, sie ist super schön schokoladig, nussig. Es gibt einen schönen würzigen Geschmack. Und zweitens, diese wunderbare Füllung aus Frucht, also wirklich Banane und Kirsche und dann die Sahne. Einfach ein Traum. Ich sag euch, nachbacken. Teilen, nachbacken, unbedingt ausprobieren, wenn ihr sie noch nie gegessen habt. Das war meine lustige Maulwurftorte mit Kirschen und Bananen und viel, viel Sahne. Super lecker. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr werdet die Torte einmal nachbacken. Dann hinterlasst mir gerne euren Daumen nach oben. Gerne auch einen netten Kommentar mit Tortenwunsch für die nächsten Tortenvideos. Wir sehen uns hier wieder am nächsten Sonntag um 10 Uhr. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Vielen Dank übrigens für 60.000 Follower. Wahnsinn, ich hätte mir das nie träumen lassen, dass ich einmal so weit komme. Ich weiß noch, wie ich für die ersten 100 gefiebert habe. Und ja, deswegen möchte ich euch auch ganz herzlich nochmal einladen auf unseren Zweitkanal Sugar Princess Reisen und Vlogs. Der ist nämlich noch ganz klein, der hat noch nicht mal 1000 Abonnenten. Also geht mal alle hin und abonniert ihn und reist mit uns mit. Jede Woche mittwochs um 18 Uhr gibt es einen neuen Reisevlog, wenn nicht gerade Ferien sind. Momentan lade ich die Videos von der Ostsee hoch. Das ist richtig schön, richtig entspannend. Also schaut dort unbedingt vorbei. Viel Spaß beim Nachbacken. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss!